Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ihrem MV1 Magazin, präsentiert aus der Mecklenburgischen Seenplatte, heute ganz konkret aus Penzlin. Gelegen in dem Städtedreieck zwischen Neubrandenburg, Warenmüritz und Neustrelitz. Und hinter mir sehen Sie auch schon das Wahrzeichen dieser Stadt, nämlich die Penzliner Burg. Und auch diese ist schon im Begriff, sich auf Weihnachten vorzubereiten. Einzig der Schnee, der fehlt noch. Das sah vor einem Jahr ganz anders aus. Hier, diese Archivbilder zeigen, wie wunderschön es im Schneekleid aussieht an dieser Stelle in Penzlin. Aber vielleicht wird es ja auch in diesem Jahr noch ein paar Schneeflocken geben. Das vermag ich zwar momentan nicht zu sagen, im Gegensatz zu den Themen unseres heutigen Magazins. Hier ist der Überblick. Anklage: Kindesmissbrauch im Jugendverein. Im Kreuzfeuer: Bürgerradio Loro. Klartext: Wohin steuert Deutschland? Und abstrakt: Kunstpreis in Rostock. Außerdem haben wir für unseren Blickpunkt MV wichtige Events in Mecklenburg-Vorpommern besucht. Es gehört zu den schlimmsten Dingen, die man sich vorstellen kann. Das eigene Kind missbraucht von einer Vertrauensperson. Ein Gründungsmitglied des Schweriner Vereins Power for Kids wurde angeklagt. Der Verein kämpft nun mit den Auswirkungen. Für mich ist sowas das Schlimmste, was man einem Kind antun kann. Beiden Frauen fällt es schwer, darüber zu reden. Es braucht viel Zeit, bis sie sich endgültig entscheiden, vor die Kamera zu treten. Maria Deck und Martina Geschinski vom Schweriner Verein Power for Kids versuchen, das Unfassbare in Worte zu fassen. Ein Mann, dem die beiden Freundinnen, wie andere Kollegen auch, jahrelang vertraut haben, sitzt in U-Haft. Aus eigener Erfahrung heraus können Maria und Martina von ihm nur Positives berichten. Er war eigentlich ein Allround-Talent, was den Verein anging. Also er hat sich mit um die Kinder gekümmert, er hat Organisatorisches übernommen. Er hat sich für die Kinder eingesetzt, die nicht zur Schule gegangen sind, dass die wieder zur Schule gehen. Er hat sich für Familien, die nicht viel hatten, eingesetzt, dass die wie zum Beispiel Bildungspakete und sowas bekommen, dass die Kinder auch an verschiedenen Maßnahmen und Veranstaltungen teilnehmen können. Ich habe meinen Vater schon früh, vor 3 Jahren verloren. Und seit dem Zeitpunkt ist der eigentlich immer für mich da gewesen. Egal was gewesen ist, er hat immer einen guten Rat für mich gehabt, so wie mein Vater früher für mich war, was mein Vater gemacht hat. Im August 2015 wird Schwerin durch eine schreckliche Nachricht erschüttert. Die Staatsanwaltschaft nimmt Ermittlungen gegen einen Mitarbeiter des Vereins Power for Kids auf. Den Grund dazu liefert die Aussage einer Mutter, deren Sohn im Verein aktiv ist. Dem besagten Kollegen von Maria und Martina wird Kindesmissbrauch in mehreren Fällen zur Last gelegt. Der Mann erklärt sich sofort bereit, mit den Ermittlern zu kooperieren und stellt sich nach dem Rat seines Anwaltes der Polizei. Kurz darauf wird er festgenommen. Im Verein werden alle Rechner beschlagnahmt, die Beamten suchen nach Kinderpornografie. Power for Kids seinerseits bittet das Jugendamt, das laufende Anerkennungsverfahren als öffentlicher Träger für Kinder- und Jugendhilfe erst einmal auf Eis zu legen. Monate vergehen. Am 24. November meldet sich die Staatsanwaltschaft erneut. Die Staatsanwaltschaft Schwerin hat einen 41-jährigen Sozialarbeiter aus Schwerin wegen 60-fachen, teils schweren, teils versuchten sexuellen Missbrauchs von Kindern, davon in 10 Fällen in Tateinheit mit Vergewaltigung, zur Jugendkammer des Landgerichts Schwerin angeklagt. Dem Angeschuldigten wird vorgeworfen, als Leiter einer Tanzgruppe in einem Schweriner Kinder- und Jugendverein 13 Jungen im Alter von 7 bis 13 Jahren im Zeitraum von August 2009 bis August 2015 sexuell angegangen zu sein. Der Verein lebt sein Leben weiter. Es ist Vormittag, die meisten Kinder sind noch in der Schule. Gerade ist die Aquariumpumpe kaputt gegangen, es droht eine kleine Überflutung. Alltägliche Sorgen lenken ab. Niemand hier hat vermutet, dass der beliebte und geachtete Kollege eine böse Schattenseite haben könnte. Und niemand weiß, warum seine Beliebtheit bei den Kids immer noch nicht nachlässt. Die Kinder haben und gucken zum Teil immer noch zu auf. Also viele wollen auch, dass er die Achtung von haben und arbeiten schon dafür, dass sie das, was hier mit unter anderem aufgebaut hat, er hat sich ja viel eingesetzt für den Verein, dass es erhalten bleibt, wie zum Beispiel das Tanzen oder dass sie regelmäßig kommen. Viele kommen wieder und viele fragen auch, wann er wiederkommt und ob er wiederkommt. Kriminalisten wissen, das Doppelleben von Sexualstraftätern kann selbst in ihrer nächsten Umgebung jahrelang verborgen bleiben. Alle 11 Aufsichtskräfte im Verein behaupten einstimmig, sie haben nichts gewusst. Nun müssen sie einen Schock verkraften.
Die Tatvorwürfe fußen darauf, dass der Angeschuldigte bei entsprechenden Veranstaltungen Kinder angesprochen hat und sie zu entsprechenden Handlungen motiviert hat. Und zwar immer dann, wenn der Angeschuldigte mit den Kindern allein war. Davon geht jedenfalls die Staatsanwaltschaft aus. 20 bis 30 Kinder oder Jugendliche kommen täglich hierher. Viele leben in schwierigen sozialen und familiären Verhältnissen. Der Mann, dem die Gräueltaten jetzt vorgeworfen werden, hat den einen oder anderen von ihnen buchstäblich von der Straße geholt. Dank ihm bekamen Kinder und Jugendliche im Verein wieder Halt. Es gilt nach wie vor die Unschuldsvermutung. Doch Martina Gischinski ist selbst betroffen. Mein Sohn kam zu mir und sagte, ja Mama, es ist passiert. Es ist so gewesen, weil ich von der Kollegin erfahren habe, dass das so ist. Und ja, habe ich ihn darauf angesprochen. Und er sagte dann, ja, es ist so gewesen. Und das Einzige, was ich wirklich machen konnte für ihn, war ihn einfach nur in den Arm nehmen und sagen, es ist okay. Du kannst zu mir kommen, wenn sowas ist, das weißt du. Du hättest mir auch viel früher was sagen können. Es war für ihn auch ziemlich schwer, das mit mir darüber zu reden, weil es ist für ihn auch sehr unangenehm, generell darüber zu reden. Er war auch die halbe Nacht wach und war dementsprechend auch noch mal müde und durfte dann den nächsten Tag zu Hause bleiben. Ja, er hat dann ausgeschlafen, wir haben dann gemeinsam gefrühstückt. Eigentlich so einen typischen Sonntag haben wir gemacht. Maria und Martina engagieren sich seit langem bei der Power Event Group PEG, einer Tanztruppe, die ihren großen Erfolg in der Stadt genau diesem Mann zu verdanken hat. Jede Woche kommen Kinder und Jugendliche zum Training, jetzt ohne den langjährigen Leiter. Mit Tanz und Gesang versuchen sie, das schreckliche Geschehen auf ihre Art zu verarbeiten. Denn die Konsequenzen der Enthüllung waren schlimm. Für alle. Bei Facebook gab es Hetzkampagnen, auch gegen die Aufsichtspersonen und direkt gegen den Power. Dann hat mein Sohn gesagt, ey Leute, die können gar nichts dafür. Und er hat sich richtig stark gemacht für uns, wo ich sage, für einen 13-Jährigen Respekt. Und für diese Aussage wurde er in der Schule verprügelt, wo ich mir sage, was soll der Scheiß? Er ist auch ein Opfer von denen. Warum machen die sowas? Er macht sich stark für seine Interessen und dafür kassiert er Schläge. Der Vereinssitz im Problemviertel Müßerholz wurde mehrfach regelrecht attackiert von Unbekannten. Die Spuren bleiben immer noch sichtbar und die Täter sind nicht ermittelt. Die Hetze gegen Power for Kids droht, die ganze Vereinsarbeit zu ruinieren. Es gab Morddrohungen, es gab Anschläge auf den Verein, es gab Hassparolen. Wir haben doch Angst, dass es wirklich mal passiert, wenn auch Kinder hier im Haus sind. So für einen Monat musste ich hier im Verein aufhören, habe ich pausiert, weil ich habe massive Morddrohungen gekriegt, die ich wirklich die wurden nicht wahr gemacht, aber wo ich gesagt habe, ich traue mich noch nicht mal mehr raus. Also in der Zeit habe ich so gelitten, weil ich habe so eine tierische Panik um meine Kinder gehabt. Ich ganz ehrlich, am liebsten hätte ich meine Kinder genommen und wäre abgehauen. Sie haben es nicht verdient, die Kinder vom Müßerholz. Doch sie wollen und werden nicht aufgeben. Der Verein hält noch stärker zusammen, selbst wenn momentan ein totaler Imageverlust droht. Sie lernen, der Angst und dem Hass die Stirn zu bieten und weiter zu hoffen. Egal wie es ausgeht, wir werden das Ganze am Laufen erhalten. Und es werden sich bestimmt Meinungen ändern, wenn eine Verurteilung kommen sollte und es sich bestätigen sollte. Und was dann ist, kann ich Ihnen noch gar nicht sagen. Natürlich sitzt immer noch im Hinterkopf, ne? Was passiert jetzt? Du sagst jetzt das, was du wirklich fühlst. Und dann kommen aber wieder Leute, die es falsch verstehen. Die es einfach nur für sich falsch verstehen und sagen, du bist schuld, du hast es gewusst. Wo ich mir dann sage, woher? Mein Rap und ich, wir sind ein unschlagbares Team. Uns beide kennen jeder auf den Straßen von Schwerin. Ich werde ab jetzt nur noch mit dem Maiko Mäuser ziehen, denn ich hab dieses falsche Freund damals nicht verziehen. Jetzt hab ich Fame, Kohle ganz für mich allein. Und das teile ich nicht gern, nennt mich Egoistenschwein. Ich war nicht so drauf, die Welt hab ich so gemacht. Und wenn ihr an sich selbst denkt, ist dann alle jeder. Sorry, Leute,
Radio zum Mitmachen, Musik jenseits des Mainstreams, all das kann nicht kommerzielles Lokalradio bieten. Das Rostocker Lokalradio Loro gibt es bereits seit 10 Jahren und die Hansestädter möchten nicht auf ihr Radio verzichten. Nun aber gibt es Ärger und es droht die Kürzung von Fördergeldern. Es ist ein junger und frischer Sender, auf den viele Rostocker nicht mehr verzichten wollen. Vor 10 Jahren hat man mit Loro das Experiment Lokalradio in Rostock gewagt. Jetzt aber müssen die Macher, um das positive Image und einem Zeitungsartikel zur Folge, auch um wichtige Fördergelder fürchten. Dabei geht es um einen Vorfall, der eigentlich längst Geschichte und abgehakt sein sollte. In einer Sendung im Mai diesen Jahres sollen Stadtpolitiker beleidigt worden sein. Der Sender Loro hat inzwischen sein Bedauern ausgedrückt und mit entsprechenden Maßnahmen intern reagiert. Zum Beispiel gab es ein temporäres Sendeverbot und Schulungen. Für uns war es aber viel wichtiger, außer einer Auswertung eines Vorfalls einen Neuanfang zu schaffen, indem wir gesagt haben, es ist, wenn man schon damit konfrontiert ist, sollte man die Energie, die da frei wird, auch nutzen, um Positives rauszuziehen. Dass wir also viele Dinge unternommen haben, um einmal hier Kommunikation zu verstärken, wesentlich mehr miteinander reden, auch die Kommunikation ins Ehrenamt. Das ist ja für Loro ja als Ehrenamtsprojekt immer sozusagen so, dass wir im Abendbereich eine Menge Leute arbeiten, die also hier nur Sendung machen, die also in den ganzen Prozessen des Tages nicht integriert sind. Und zu denen muss man natürlich einen anderen Kontakt halten als mit denen, die man tagtäglich hier zur Arbeit hat. Dass die Beleidigungsaffäre Loro das Genick bricht, glaubt Harry Körber nicht. Jahrelang engagierte er sich ehrenamtlich im Vorstand. Als neuer Programmverantwortlicher tut er jetzt alles, damit sich so ein Vorfall nicht wiederholt. Jedem muss die Verantwortung für das Gesamtprojekt noch deutlicher gemacht werden, sagt er. Bei 150 ehrenamtlichen Mitarbeitern und vielen Schülerpraktikanten keine leichte Aufgabe. Für ihn ist klar, eine Streichung von Fördergeldern würde zwar nicht unbedingt das Aus für Loro bedeuten, aber die Qualität der Sendungen würde noch mehr leiden. Wenn bei uns ein falsches Wort rauskommt, dafür dann weniger Mittel zu geben, heißt ja nur die Gefahr zu erhöhen. Es wird hier sehr viel ehrenamtlich gemacht, aber dennoch sind wir darauf angewiesen, dass wir uns leisten können, professionelle Radiomacher zu bezahlen, die also die Leute ausbilden. Wir müssen Schulungen dafür Geld ausgeben, was wir ja jetzt schon 2-mal dieses Jahr in Folge gemacht haben. Also Presserechtsschulung, wo wir uns ja Dozenten dafür kaufen müssen. Also es wäre kontraproduktiv. Es würde also heißen, seht zu, wie ihr mit noch weniger Geld weniger Fehler macht. Und das funktioniert eigentlich nirgendwo. Loro ist ein Mitmachradio. Das ist so gewollt und wurde 10 Jahre lang geschätzt. Immer eine gute fachliche Betreuung für alle zu garantieren, aber ist keine leichte Aufgabe und kann nur funktionieren, wenn genügend Mittel bereitstehen, um die Teilzeitbeschäftigten und Bundesfreiwilligen bei Loro auch zu bezahlen. Denn nur sie können ein hohes Maß an Professionalität garantieren. Ob es tatsächlich zu Strafkürzungen kommt, dazu will sich Rostocks Oberbürgermeister Roland Metling derzeit nicht äußern. In der Sache ist zunächst der Ausgang möglicher Ermittlungen nach Anzeigenerstattung durch die Hansestadt Rostock abzuwarten, hieß es vom Stadtsprecher. Erst dann könne man Genaueres sagen. Die Bürgerschaft aber steht mehrheitlich hinter dem Stadtradio. Also die Androhung, jetzt Loro die Zuschüsse zu streichen, zu kürzen, ich glaube, da muss man sich keine Sorgen machen. Loro macht ja eine gute Arbeit, arbeitet mit vielen jungen Menschen, vermittelt Medienkompetenz und hat dazu auch noch ein sehr buntes Programm. Und Loro hat die letzten Jahre bewiesen, was für einen guten Job sie machen. Und jetzt hat es einmal einen Fehltritt gegeben, der auch nicht ohne war, zugegebenermaßen. Aber Loro hat diese Ereignisse aufbereitet, auch intern, hat entsprechende Maßnahmen ergriffen. Und damit ist die Kuh dann jetzt auch vom Eis. Und da muss man dann jetzt auch sagen, gut, das waren junge Leute und sie haben den Vorfall reflektiert und damit ist es für mich abgeschlossen. Harry Körber hofft, dass jetzt wieder alle positiv nach vorne blicken können. Im Januar hat die Loro-Geschäftsführung einen Gesprächstermin mit dem Oberbürgermeister. Der Wunsch für das neue Jahr, dass man wieder aufeinander zugeht und gemeinsam die nächsten 10 Jahre Lokalradio angeht. MV1 präsentiert die 35. Rostocker Stummfilmnacht in der Nikolaikirche Rostock. Erleben Sie das erste Filmdrama des deutschen Regisseurs Ernst Lubitsch von 1918.
Die Augen der Mumie Ma. Ein unerschrockener Künstler geht der Geschichte von lebenden Augen einer Mumie nach. Es folgt der erste surrealistische Film der Welt, ein andalusischer Hund aus dem Jahre 1928. Luis Buñuel und Salvador Dalí lösten mit diesem Film einen Skandal aus. Zuschauer schockierte der Film, das war beabsichtigt. Dirk Wüstenberg begleitet die Filme musikalisch. Mit freundlicher Unterstützung von Lotto MV, der Stadtdruckerei Weidner, Restaurant Kellergeister und MV1. Jetzt geht's auf Lachrundfahrt. Kommt mit, steig alle ein auf dieser Lachrundfahrt. Da wollen wir fröhlich sein. Fahrer, gib Gas, gib Gas. Jetzt geht es los. Das ist die Lachrundfahrt. Willkommen alle Mann, ja, ja, die Lachrundfahrt. Gleich fängt der Wahnsinn an. Fahrer, gib Gas, gib Gas. Jetzt geht es los. Wenige zahlen für viele und das für lange. Das ist, kurz zusammengefasst, die Misere des demografischen Wandels. Mit manchmal schmerzhaften Wahrheiten fasste Professor Dr. Raffelhüschen in Warnemünde diese Problematik zusammen. Eine Nation sucht Antworten, ganz akut auf die Flüchtlingsfrage und langfristig auch auf die Frage, wie immer mehr alte Menschen von immer weniger jungen Menschen versorgt werden sollen. Sind die Flüchtlinge vielleicht sogar Teil der Lösung? Die Debatte ist aufgeheizt. Um wissenschaftliche Antworten auf die großen gesellschaftlichen Probleme zu hören, lud die IHK zu Rostock Professor Dr. Bernd Raffelhüschen ins Kurhaus Warnemünde ein, den Experten für den demografischen Wandel. Nun, was da kommt, ist ganz klar. Wir werden mit deutlich weniger Erwerbstätigen deutlich mehr Rentner zu finanzieren haben. Wir werden mit den gleichen Erwerbstätigen deutlich mehr Kranke zu versorgen haben. Wir werden mit den gleichen Erwerbstätigen, sagen wir mal, eine Verdoppelung bis Verdreifachung der Pflegefälle zu versorgen haben. Das sind die Aussichten. Und zu ändern ist daran nichts. Die Urne. Darauf bewegt sich Deutschland zu. Wissenschaftler versuchen, aus dem, was ist und dem, was war, auf die zukünftige Entwicklung zu schließen. Allzu rosig sieht die nicht aus. Professor Raffelhüschens Ansage an das Saalpublikum lässt keinen Raum für Interpretationen zu. Genau sie, die sogenannten kinderlosen Ichlinge, haben es verbockt. Beruhigend, dass ein Teil der Lösung schon auf den Weg gebracht wurde. Das ist schon passiert. Wir haben schon eine Nachhaltigkeitsgesetzgebung. Das heißt, die Kinderzahl der Vergangenheit hat was mit der zukünftigen Rente zu tun. Je mehr, desto besser. Wir haben den Leuten gesagt, sie werden wohl oder übel länger arbeiten müssen. Wenn man länger lebt, dann kann man halt auch länger arbeiten. Und so sind die Weichenstellungen in der Rente eigentlich schon gemacht. Die Rente ist tatsächlich das Feld, wo die meisten Dinge schon bearbeitet sind, wo enorme Hausaufgaben noch schlummern für zukünftige politische Reformen, ist die Gesundheitsversorgung und die Pflege. Wie viele junge, qualifizierte Fachkräfte finden sich unter den Flüchtlingen? Wie schnell kann die Integration gelingen? Dazu können auch die besten Statistiker derzeit nichts sagen, denn das muss sich alles erst noch zeigen. Klar ist für Professor Raffelhüschen aber auch, dass die Willkommenskultur für Deutschland in ihrer derzeitigen Ausgestaltung große Probleme verursacht. Wir hätten schon längst ein Einwanderungsgesetz machen müssen. Wir hätten schon längst beschließen müssen, wie viel Zuwanderung kann Deutschland vertragen und wie viel wollen wir haben. Das ist eine politische Abstimmung, das kann man nicht entscheiden aus dem wissenschaftlichen Auge heraus. Und dann hätten wir das auch so entsprechend durchziehen müssen. Was wir auf jeden Fall unterlassen hätten müssen, ist eine pauschal, sagen wir mal, Willkommensgruß zu senden an alle Flüchtlinge dieser Welt. Denn Deutschland ist für alle Flüchtlinge dieser Welt zu klein. Wir können nur ein bisschen helfen, nicht wirklich die Welt retten. Und wenn wir uns da übernehmen, dann induzieren wir hier bei uns im Land dumme Geschichten. Denn eins ist klar, der Glatzkopf, der mit Steinen schmeißt, ist mit Sicherheit genauso dumm wie der Gutmensch, der denkt, er kann die Welt retten.
Aber auch das stellt Professor Raffelhüschen fest. Das Ausmaß der aktuellen Zuwanderung ist historisch gesehen keinesfalls einmalig und ähnliche Wellen wurden schon vorher bewältigt und integriert. Mal besser, mal schlechter. Und das zweite große Problem, die vielen älteren Menschen, das löst sich irgendwann von alleine, wenn diese selbst in der Urne sind, wie Professor Raffelhüschen es ausdrückt. In unserem Blickpunkt MV gibt es jetzt mehr zur Auszeichnung zum Top Azubi und weitere Themen aus unserem Bundesland. Birthday, Fiete und Wilma, Doppelgeburtstag im Rostocker Zoo. Am 3. Dezember konnten sich der kleine Eisbär und Mama Wilma über eisige Überraschungen freuen. Lachs und Gemüse mit Schlagsahne gab's. Für Fiete zum 1. und für Wilma zum 13. Geburtstag. Und der kleine Zoostar, der inzwischen gar nicht mehr so klein ist und 100 Kilogramm wiegt, weiß schon ganz genau, wie er sein Futter entschlossen verteidigen kann. An Selbstbewusstsein fehlt es ihm nicht. Schließlich kann er fast alles, was ein großer Eisbär auch kann. Er ist schon auf dem Weg, ein richtig, richtig starker und auch pfiffiger Eisbärenmann zu werden. Und wir werden mal schauen, was nächstes Jahr so die Zeit bringt. Wir möchten, dass wir nächstes Jahr hier anfangen mit dem Bau des Polariums, sprich mit dem Abriss. Und das heißt für Fiete, dass er Ende des Jahres, ich sag mal so im Herbst, Beginn Winter, dann auf seine große Reise geht. Ja, und das heißt für Eisbärmänner, dass sie dann viele, viele Eisbärenweibchen kennenlernen. Bis Ende 2016 kann Fiete also noch hier bleiben. Dann wird mit dem Abriss der alten Bärenburg begonnen. Wohin Fietes Reise dann geht, das wird gemeinsam mit Fachleuten des europäischen Erhaltungszuchtprogramms entschieden. Und weil ihn so viele ins Herz geschlossen haben, kann man Rostocks Liebling jetzt auch in einer Gute-Nacht-Geschichte erleben. Sie erzählt von dem abenteuerlustigen Eisbärjungen und seinem nächtlichen Streifzug durch den Zoo. Dabei lernt Fiete große und kleine Tiere in der Nachbarschaft kennen und muss so manche Mutprobe bestehen. Fiete war übrigens der erste Eisbärennachwuchs im Rostocker Zoo seit 10 Jahren. MV1. Mein Land, mein Sender. Das Handwerk. Verlässlich, solide, traditionell. So kennt und schätzt die Kundschaft. Schornsteinfeger, Automechaniker, Raumgestalter und Co. Das innovativ, risikofreudig und flexibel ebenso zutreffen, das zeigten die Preisverleihungen der Top-Azubi-Auszeichnungen und des VR-Innovationspreises am Mittwoch. Handwerker sind ja nicht so diejenigen, die das immer an die, wie gesagt, große Glocke hängen. Und deshalb wäre es gut, wenn wir öfter solche Veranstaltungen hätten, wo wir solche Innovationen und wenn es auch kleine Schritte sind, einfach bekannt machen würden. Das dient dem Handwerk, das dient der Öffentlichkeit, indem sie das erfährt. Und das dient am Ende auch unserem gesamten Image. Sie wissen alle, wir führen ja gerade eine große Image-Kampagne. Was wäre das Leben ohne das Handwerk? Und in diese Richtung würde uns das gut helfen. Wenn Handwerker erfinderisch werden, kommen dabei Dinge heraus wie das geschlöffnete Fenster. Es ist geöffnet und geschlossen gleichermaßen und löst damit elegant Lüftungsprobleme. Sven Thomsen erreichte damit Platz 3. Der erste Platz des VR-Innovationspreises wurde gleich zweimal vergeben. An Malek Medical für einen ausgefeilten Kontrastmittel-Injektor und an Thorsten Fichtler, der Aufzüge entwickelt hat, die günstig und unkompliziert nachträglich in Häuser eingebaut werden können. Beiden ist eines gemein, sie scheuten weder Kosten noch Mühen, um ihre Innovation bis zur Marktreife zu führen. Risikos gehören zum Leben. Es ist natürlich eine ganze Menge Geld da mit ins Land gegangen, aber es ist auch ein Riesenpotenzial. Wir sind weltweit die Einzigen, die sowas können und machen. Das ist nicht so einfach, sowas umzusetzen. Auch die Zulassung für so ein Produkt zu kriegen ist nicht so einfach.
Und wir ich habe seit 20 Jahren Zusammenarbeit zu den großen Röntgenanlagenherstellern Siemens, Philips, Ziem aufgebaut. Und das ist mir dabei behilflich gewesen. Dann natürlich heißt es erstmal im ersten Schritt ein Risiko eingehen und dann wird es sich hoffentlich auszahlen. Wir waren überzeugt davon, weil wir die Lösung, ich sag mal, uns erarbeitet haben. Und dann war es nur eine Frage der Zeit, wie lange wir das umsetzen können. Und bevor wir, ich sag mal, zwei Prototypen jetzt auch übergeben, nächste Woche übergeben wir ja zwei, haben wir überhaupt da keine Veranlassung gesehen, da auf halber Strecke stehen zu bleiben. Niemand erwartet von Azubis, dass sie das Fenster neu erfinden. Aber das Handwerk vorbildlich auszuführen, erfordert mehr als nur Fachwissen, nämlich vor allem auch soziale Kompetenz. Beides bewies ein Auszubildender besser als seine 11 Mitstreiter, die im Finale des Wettbewerbs Top Azubi 2015 antraten. Felix Klinert, Landmaschinentechniker aus Kamps, überzeugte die Jury in allen Punkten. Ich bin mit einem sehr guten Gefühl herausgegangen, deswegen, und ich habe halt mich dargestellt, wie ich bin, deswegen, und mir wurde gesagt, dass ich es gut gemacht hatte. Also ich habe mir unter den ersten drei einen Platz habe ich mir erhofft, aber dass es der erste wird, hätte ich nur nicht gedacht. Aber es ist natürlich überragend, also ich freue mich übermäßig. Handwerk hat zwar goldenen Boden, aber ohne eine sichere Finanzierung sind weder Innovationen noch Betriebsführung möglich. Die VR-Bank als Sponsor des Innovationspreises und das Wirtschaftsministerium unterstützen und fördern erfindungsreiche Handwerksunternehmer. Das Handwerk ist vor Ort, insofern schaffen wir es in der Breite, sehr, sehr viele Ausbildungsberufe auszubilden. Wir als Volks- und Raiffeisenbanken sind originärer Partner des Handwerks und insofern unterstützen wir das gerne. Das zum Thema Azubis. Der VR-Innovationspreis, Innovation, ich hatte es eben gesagt, ist im Wesentlichen, ja, der Motor eines Unternehmens für das, was die Zukunftsfähigkeit angeht. Wir Banken sind das Öl im Motor, damit sie ans Ziel kommen und damit der rund läuft, um es zu optimieren, um es weiterzuentwickeln. Und insofern, auch da ist es extrem wichtig für die Zukunftsfähigkeit der Unternehmen, innovativ zu sein und zu bleiben. Wir haben ja einmal die Forschung und Entwicklung als Innovation im Haushalt mit 168 Millionen. Da können wir auch Produkte fördern, die durch die Wissenschaft begleitet wird. Und andererseits können wir natürlich für den einen oder anderen auch mal Risikokapital bereitstellen, um in besonderer Weise die Aufwendungen, die ja da sind, bei der Vermarktung des Produktes dann auch zu gewähren, dass man am Ende auch den Marktzugang erreicht. Immer mehr Innovationen kommen auch in enger Zusammenarbeit mit Hochschulen des Landes zustande. Diese Kooperationen sollen noch weiter intensiviert werden für viele weitere innovative Produkte von und für das Handwerk. MV1. Mein Land, mein Sender. 3, 2, 1. Ein weiterer Produktionsstart am Mittwoch im Industriepark Göhrener Tann. United Caps stellt hier ab sofort tausende Kunststoffverschlüsse täglich her, vor allem für Getränkeverpackungen. 26 Millionen Euro wurden in das Werk investiert. Vor zwei Jahren befand sich hier noch eine grüne Wiese. Hier werden über 60 neue Arbeitsplätze entstehen. Und von daher ist die Produktion eben auf modernstem Stand und ist für die nächsten Jahre konkurrenzfähig. Das ist ganz wichtig. Und das Industriegebiet Göhrener Tann wird weiter belebt. Die Landeshauptstadt hat es nach einigen Fehlschlägen geschafft. Immer mehr Unternehmen siedeln sich im Industriepark an. Immer weiter wird die riesige Fläche erschlossen. Und für die inzwischen 800 Beschäftigten des Gewerbegebiets ist jetzt eine wichtige Verbindung in Aussicht. Wir haben erfolgreich verhandelt mit den Unternehmen vor Ort, mit unserem Nahverkehr und starten ab 1. Januar 2016 eine Buslinie in den Industriepark. Die Fahrzeiten haben wir an die Schichtzeiten angepasst. Wir machen das ein Jahr zur Probe, hoffen, dass das so in Anspruch genommen wird, dass wir es dann auf Dauer weiterführen können. Gleichzeitig sind wir ja bestrebt, weitere Firmen anzusiedeln, um noch mehr Fahrgästepotenzial dann für den Standort zu schaffen. Bei United Caps sind es 58 Mitarbeiter, die mit den Spritzgussmaschinen in zwei Hallen auf insgesamt 10.000 Quadratmetern bis zu 5 Milliarden Verschlüsse jährlich fertigen. Nicht genug, United Caps denkt bereits über eine Erweiterung nach. Wir haben hier insgesamt 40.000 Quadratmeter gekauft. Wir haben davon zurzeit 28.000 Quadratmeter in Beschlag. Das heißt, hinter uns oder hinter Ihnen sind noch Flächen für zwei weitere Produktionshallen, für zwei weitere Lagerhallen und für die Technikräume an der Stirnseite. Das heißt, mit der Erweiterung
des nächsten Bauabschnittes werden wir sicher 2017, 2018 beginnen. Und der letzte Bauabschnitt, also die vierte Halle, wird sicher ein Zeitraum sein um 2021. In 7 Ländern ist United Caps bereits vertreten. Von Schwerin aus sollen Kunden in Deutschland, Skandinavien und Osteuropa noch effizienter versorgt werden. MV1. Mein Land, mein Sender. Wenn das Geld selbst nicht riecht, in der Sparkasse Parchim-Lübs hat es am Donnerstag einfach nur herrlich geduftet. Zum 25. Mal waren in der Geschäftsstelle am Moltkeplatz Bäcker und Konditoren aus der Region zur öffentlichen Stollenprüfung eingeladen. Im großen Jubiläumsjahr 2015 feiert auch die enge Kooperation zwischen der Sparkasse und dem hiesigen Handwerk ein großes Jubiläum. Vieles hat sich im vergangenen Vierteljahrhundert geändert, nur die Stollen aus der Meisterhand schmecken immer noch gleich, nämlich hervorragend. Wenn wir Qualität bringen, ist der Kunde auch bereit, dafür etwas mehr zu bezahlen. Denn eines steht fest, nur billig geht nicht. Und ich habe immer so einen kleinen Spruch drauf, der heißt, nur das, was gut, es bricht sich Bahn. Beim Einkauf sollst du daran denken, vor Billigkeit sei auf der Hut, es kann dir niemand etwas schenken. Genauso sieht das aus. Die Sparkasse Parchim-Lübs feiert das 25. Jubiläum gerne mit. Die Unterstützung des Handwerks gehört zu den Kernaufgaben des Finanzinstituts und das seit dessen Gründungszeiten. Gestern wie heute hat es sehr gut geklappt. Umso mehr freut sich nun die Sparkasse auf leckere Düfte. Wir als Sparkasse Parchim-Lübs unterstützen natürlich das Handwerk, fördern es, finanzieren die Unternehmer. Nach 25 Jahren ist es ja auch ein Thema, dann die Nachfolge solcher Handwerksbetriebe zu finanzieren. Und dafür stehen wir natürlich als Sparkasse Parchim-Lübs. Besonders, denke ich mal, ist jedes Mal hier bei uns im Hause jetzt, weil auch unterschiedliche Bäcker aus der Region, nicht insbesondere aus Parchim sind, aber aus unserem Geschäftsgebiet, aus dem Landkreis, die dann hier ihre Backwaren auch zur Verkostung anbieten. Am Ende des Tages werden immer die Besten ermittelt. Doch darum geht es bei dieser Feier erstmal nicht. Sie alle haben gewonnen, Bäcker und Banker. Sie haben keine Lust auf Stadtverkehr und damit verbundenen Verkehrsstau in Rostock? Kein Problem mit einem der modernsten Straßentunnel in Deutschland, dem Warnow-Tunnel Ihrer schnellen Verbindung in Rostock. Und der Warnow-Tunnel verbindet nicht nur einfach die beiden Ufer der Warnow in der Hansestadt, sondern er bringt sie schnell, sicher, bequem und günstig an die Ostseeküste und nach Warnemünde. Fahren statt warten also. Sparen Sie Zeit und tun Sie gleichzeitig der Umwelt etwas Gutes. Der Warnow-Tunnel, die Abkürzung in Rostock. MV1, mein Land, mein Sender und Ostseewelle Hitradio Mecklenburg-Vorpommern präsentieren das Warnemünder Turmleuchten unter dem Motto Hoffnung. Begrüßen wir das neue Jahr. Erleben Sie eine spektakuläre Licht-, Laser- und Feuerwerkshow mit Live-Performance. Stargast in diesem Jahr, Lift-Frontmann Werther Lohse. Präsentiert von MV1, mein Land, mein Sender und Ostseewelle Hitradio Mecklenburg-Vorpommern. Der Rostocker Kunstpreis ist der höchst dotierte Kunstpreis in Mecklenburg-Vorpommern. Bereits zum 10. Mal konnten sich kreative Köpfe des Landes darum bewerben. Nun stehen die 5 Nominierten fest und deren Werke sind in der Rostocker Kunsthalle zu bewundern. Licht,
Räume, Überlagerungen, Bizarres und Zerstörtes. Die Ausstellung zum Rostocker Kunstpreis gibt spannende Einblicke in verschiedene Facetten der modernen Malerei. Gezeigt werden Arbeiten von 5 Künstlern, die unterschiedlicher nicht sein können. Jörg Herold, Juliane Ebner, Sonja Rolfs, Christine Rusche und Klaus Walter können sich über eine Nominierung für den mit 10.000 Euro dotierten Kunstpreis freuen. In diesem Jahr wurde er bereits zum 3. Mal für das Genre Malerei ausgeschrieben. Mit dem Preis will die Kulturstiftung Rostock Leistungen von Künstlern, die mit Mecklenburg-Vorpommern verbunden sind, würdigen. Eine Jury hatte die Nominierten aus 79 Bewerbern ausgewählt. Ich bin also sehr froh, dass wir eine so attraktive Ausstellung haben und dass wir, das sieht man ja auch, ganz moderne Auffassungen von Malerei in der Rostocker Kunsthalle haben. Und ich glaube, das ist auch eine große Bereicherung für die Kunstszene in Rostock und in Mecklenburg-Vorpommern. Besucher der Ausstellung erhalten einen spannenden Einblick in Grenzbereiche der Malerei. Vor allem bei der Dokumentararchäologie von Jörg Herold. Seine Werke entstehen als Ergebnis von Reisen und Recherchen. Grundlagen sind Fotos, entweder eigene oder die ich aus dem Netz oder aus Büchern oder von Privat halt erhalte. Die werden digital bearbeitet und dann in so eine Art Waschprozess, ja, ich nenne das dann eine Art Säurebad gelegt oder Beizbad gelegt, farbig bearbeitet. Und dann am Ende entsteht so eine Art räumliche Dimensionalität, wie man sozusagen erstmal durchwandere ich das Foto, das Bild, also beim Bearbeiten halt bin ich drin in der Arbeit, in dem Sehen. Und dann am Ende halt wird sozusagen für den Betrachter ein Raum geschaffen, wo er sich nähern kann meinem Thema. Die Werke von Christine Rusche sind ausschließlich in Schwarz-Weiß gehalten. Auch sie recherchiert lange, setzt sich mit einem Ort genau auseinander, bevor sie direkt an die Wand malt. Bahnhöfen, Räumen in Museen und in vielen anderen Gebäuden hat sie mit ihrer Kunst ein besonderes Gesicht gegeben. Das sind temporäre Arbeiten, die ich kein zweites Mal ausstellen kann, die ganz spezifisch für den Ort entwickelt sind, wo architektonische Eckdaten mit eine Rolle spielen, also räumliche Faktoren, auch wie Akustik, wie Lichteinfall, Bewegungsrichtung, die dann zu dieser Form führen, also eine fiktive Räumlichkeit, die ich in so einem Bild manifestiere. Das ist schwarz-weiß, damit sich es am besten mit der Architektur verbindet. Ganz matte, schwarze Farbe, die fast, also wo man fast denkt, man könnte da durchgreifen, wenn man davor steht. Räume spielen auch bei den Arbeiten von Sonja Rolfs eine Rolle. Dabei geht es ihr vor allem um die Wirkung von Licht. Malerei, die begehbar ist und einen spannenden Blick von innen nach außen zulässt. Dieses Dreieck, das ist der Durchbruch praktisch nach draußen. Das andere ist die transparente Fläche und das andere ist der feste Raum, wenn man das jetzt mal erklären wollte, ja? So vom, dass man jetzt nicht denkt, also das ist tatsächlich der Himmel, das Dreieck ist der Himmel, ne? Man guckt raus, nach draußen und das andere ist wie eine Folie, davor gespannt vor einer durchbrochenen Fläche im Raum und das andere ist dann der Innenraum. Julia Ebners Bilderwelten sind nur als Gesamtheit zu sehen. Ihre Kunst bewegt sich zwischen Malerei und Zeichnung. Die gemalten Bilder auf Folie hinter Acrylglas haben etwas Zweidimensionales. Linien und Farben, die in ästhetischer Perfektion Geschichten erzählen. Ich freue mich wahnsinnig. Die Kunsthalle hier in Rostock ist ja ein ganz besonderes Haus, jedenfalls für mich und wie ich gehört habe, für einige andere auch. Das ist ein Ort der Kultur, den ich mit meiner Kindheit verbinde. Und es ist natürlich ein fantastisches Erlebnis, jetzt hier selber eine Ausstellung auch machen zu können. Es gibt nicht das eine Thema und daher auch nicht die große Serie, sagt Klaus Walter über seine Bilder, die noch am ehesten der klassischen Malerei entsprechen. Dennoch gibt es auch bei ihnen etwas Besonderes. Walter beschäftigt das visuell Sensationelle, das Absurde im Alltäglichen, das Ängstigende im Sicheren, das Komische im Strengen. Skurrile Orte, Räume in Kombination mit besonderem Licht. Mich interessieren eigentlich Orte, die irgendwie aufgeladen sind. Also ich bin in letzter Zeit auch viel in so alten Gebäuden rumgestiegen,
was so zu Hinterlassenschaften, so DDR-Repräsentationsbauten, also da interessiert mich die Architektur und gleichzeitig auch so ein Verfall von Gebäuden. Da ist zum Beispiel dieses eine hier jetzt entstanden. Ja. Für alle Künstler ist bereits die Nominierung ein Gewinn. Überregionale Bekanntheit und Anerkennung ihrer Werke ist ihnen schon jetzt sicher. Wer sich am Ende über die 10.000 Euro freuen kann, wird bei der Preisverleihung am 19. Dezember in der Kunsthalle bekannt gegeben. Der Rostocker Kunstpreis wird von der Provinzialversicherung gefördert und gemeinsam mit der Hansestadt Rostock verliehen. MV1. Mein Land. Mein Sender. Glanzlichter. Unter diesem Namen werden seit 1999 Naturfotos im inzwischen größten deutschen Naturfotowettbewerb prämiert. Im Warener Myrizeum können Sie die Siegerfotos des Wettbewerbs Glanzlichter 2014 bestaunen. Mit beeindruckenden Szenerien und der Wildheit der Natur aus einer einmaligen Perspektive. Die Glanzlichter wandern durch Deutschland und werden in Museen, Naturparks und Nationalparks präsentiert. Lassen Sie sich von 87 grandiosen Naturaufnahmen verzaubern. Oder genießen Sie das ganze Jahr über die wunderschöne Natur der Region im Haus der 1000 Seen. Es beherbergt faszinierende Aquarienlandschaften, darunter das riesige Maränenbecken, einen einzigartigen goldenen Hecht, Wald- und Wiesenwelten und unzählige naturhistorische Exponate. Der Titel Naturerlebniszentrum ist dabei Programm, ob beim Laubfroschkonzert im Moor oder beim Fischen mit den Kranichen in der Müritz. Einen exzellenten Einblick in das Spektrum heutiger Malerei bekommen Sie in der Ausstellung zum Kunstpreis 2015 in der Kunsthalle Rostock. Zu sehen sind die Arbeiten der Nominierten für diesen renommierten Preis, der zum 10. Mal vergeben wird. Fast alle Künstler haben sich mit der Wirkung von Raum, von Licht und intensiver Farbigkeit beschäftigt. Ob die begehbare Malerei von Sonja Rolfs, die schwebende Bildwelt von Julia Ebner, Klaus Walters neuere Arbeiten mit überraschenden Wendungen oder die Dokumentararchäologie von Jörg Herold. Die Ausstellung zum Kunstpreis 2015 ist bis zum 17. Januar 2016 zu sehen. Der Eintritt ist frei. Und schon sind wir mal wieder am Ende auch dieser Ausgabe Ihres MV1 Magazins. Wir möchten uns verabschieden von hier aus Penzlin. Direkt an der Burg waren wir heute zu Gast und ich freue mich schon auf das nächste Mal mit Ihnen. Bis dahin, tschüss.